So sieht ein Narzisst aus. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. We wrestle not with flesh and blood, but principalities and powers. Schauen wir uns einmal an, was da gerade passiert ist. Der US-amerikanische Prediger Kenneth Copeland wurde erwischt, wie er gesagt hat, er möchte nicht in einem Passagierflugzeug fliegen und mit den ganzen Dämonen zusammen eingepfercht sein. Kenneth Copeland ist ein Multimillionär, hat sein Geld verdient durch die Spenden, durch seine Predigen. Die Reporterin hat ihn hier konfrontiert und gefragt, was sollte das? Was meintest du? Ich möchte nicht mit Dämonen zusammengepfercht sein. Ich kann natürlich unmöglich sagen, ob Kenneth Copeland die narzisstische Persönlichkeitsstörung hat oder nicht, oder ob er einfach nur ganz gezielt und bewusst diese Taktiken einsetzt. Was ich aber sagen kann, ist, dass Narzissten sich so verhalten. Es ist ein wunderschönes Beispiel, wie Narzissten reagieren, wenn sie etwas hören, was ihnen einfach nicht gefällt. Er reißt seine Augen weit auf. Sein Blick ist unglaublich starr, aggressiv und er hat ganz kleine Pupillen. Wenn sich die Pillen klein zusammenziehen, auch Miose genannt, dann können unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen. Zum einen das Licht, wenn es sehr hell ist, dann werden sich die Pupillen zusammenziehen, aber auch Emotionen stecken dahinter, nämlich Ekel und Überforderung. Wenn Narzissten konfrontiert werden, dann kann man schon sagen, dass sie einen gewissen Ekel vor der Person vor ihnen haben. Und was sie aber auf jeden Fall sind, ist überfordert. Sie sind absolut überfordert, wenn sie in ihren Lügen erwischt werden. Sie können nicht die Wahrheit erzählen, denn dann bricht ihr Lügenkonstrukt komplett auseinander. Sie müssen also verzweifelt versuchen, aus dieser Situation herauszugeraten und einfach nur in den Angriff zu gehen. Er schaut die Reporterin sekundenlang wirklich an, ohne etwas zu sagen, mit einem unglaublich starren Blick. Die Wirkung ist ganz klar bedrohlich. Die Augen sind hierbei aber nicht das Einzige, was bedrohlich wirkt, sondern auch der gehobene Finger. Ein Klassiker unter den Narzissten. Den Finger erhöhen. Ich habe dir doch gesagt, sag das nie wieder. Wirf mir das nie wieder vor. Wie kannst du eigentlich nur? Narzissten können auch gerne sehr ruhig sein und bedrohlich sein. Was fällt dir eigentlich ein? Sie können auch laut sein und rumschreien. Wirklich unglaublich laut herumschreien. Das kann man sich kaum vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat. Diese unglaubliche Wut, die da hervorkommt, und sie halten überhaupt nicht zurück. Mit all ihrer Wucht schreien sie die Menschen vor ihnen in Grund und Boden und der Finger ist oft dabei. Er soll dabei etwas Autoritäres bewirken und symbolisieren. Es ist hierbei aber nicht nur der gehobene Finger, sondern der gehobene Finger mit einer Vorwärtsbewegung. Er bedrängt die Frau förmlich. All diese Sachen zusammen, die weit aufgerissenen Augen, der gehobene Finger und diese schlagartige Vorwärtsbewegung wirken sehr, sehr einschüchternd. Und vor allem, wenn wir hierzu jetzt noch betrachten, wie schlagartig sein Verhalten von freundlich und harmlos zu wütend und bedrohlich übergegangen ist, dann haben wir alle Komponenten, alle Eigenschaften der narzisstischen Wut. Die narzisstische Wut kommt unglaublich schnell. Eine Sekunde ist alles schön, alles ruhig, alles entspannt. Und innerhalb von Sekunden wandelt sich die gesamte Situation zu einer unglaublichen Anspannung. Es wird unglaublich bedrohlich. Der Narzisst, die Narzisstin wird unglaublich entweder direkt aggressiv oder unterschwellig aggressiv. Das, was hier in diesem Video auch passiert, das ist eine perfekte Mischung der beiden, was aber unglaublich schön darstellt, wie Narzissten es schaffen, diese bedrohliche Stimmung aus dem Nichts zu erzeugen. Das ist umso einschüchternder, wenn wir betrachten, welche Extreme hier von den Emotionen her gespielt werden oder dargelegt werden. Es kommt also nicht nur schlagartig, es wechselt also unglaublich schnell von neutral zu unglaublich böse, zu unglaublich freundlich mit diesem übertriebenen, oberflächlichen Lächeln. Man weiß also nicht genau, was man jetzt erwarten soll. Wie sieht die Stimmung jetzt eigentlich aus? Bist du böse mir eigentlich gegenüber? Ich stelle doch eigentlich nur eine Frage. Ich will doch nur wissen, weshalb du mich angelogen hast. Narzissten wollen in diesen Momenten auch symbolisieren, wie unglaublich verletzt sie sind. Wie konntest du mir nur diese Frage stellen? Wie konntest du mir nur etwas vorwerfen? Wie konntest du mir nur sagen, dass ich gestern dich angeschrien hätte? Das würde ich niemals tun. Und schreit dich dann an, dass er sowas nie tun würde. Warum? Weshalb wirfst du ihm so etwas vor? Wenn dir das Video soweit gefällt, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Abonniert den Kanal und macht das Glöckchen weg. Zurück zum Thema. Er will dich einschüchtern und dir symbolisieren,
Das ist so unmöglich, was du mir gerade sagst. Ich kann einfach nicht anders, als unglaublich wütend zu sein. Und du denkst dir dann, da muss ja irgendetwas dahinter stecken. Wenn er so unfassbar wütend geworden ist und da steckt tatsächlich etwas dahinter, aber nicht, dass er zu Recht wütend ist, sondern er kann einfach nicht mit seinen Lügen umgehen. Er kann nicht damit umgehen, dass er auch menschlich ist, dass er auch Fehler macht, dass er nicht perfekt ist. Und er kann vor allem nicht damit umgehen, dass er ein Narzisst ist. Wenn man Narzissten auf ihr narzisstisches Verhalten anspricht, auf die Manipulation, auf die Wut, auf die Verletzungen, auf die Vorwürfe, dann werden sie immer entsprechend reagieren. Sie werden immer ablenken, sie werden wütend werden, sie werden Gleichgültigkeit zeigen. Das sind allgemein die drei Varianten, die drei Möglichkeiten, die Narzissten sehen, von einem solchen Gespräch abzulenken und dem einfach aus dem Weg zu gehen. In der einen Sekunde ist er also gelassen, freundlich, harmlos. In der anderen Sekunde ist er nicht nur böse und wütend, sondern er wirkt auch gewaltbereit. Er symbolisiert ganz klar, mach nicht weiter oder du wirst es bereuen. Die Frau an dieser Stelle, muss ich sagen, ist unglaublich stark, eine unglaublich starke Reporterin. Sie lässt sich nicht im geringsten beeinflussen. Sie lässt sich nicht einschüchtern. Sie macht einfach nur weiter. Sie weiß, dass eine Kamera da ist. Sie weiß, er wird ihr schon nichts antun, weil er schlau genug ist, dass er nicht ins Gefängnis möchte. Wenn man jetzt zu Hause aber mit einem Narzissten zu tun hat, dann ist keine Kamera da. Dann wird das nicht im Fernsehen ausgestrahlt und man weiß nicht, ob er zuschlagen wird oder nicht. Die ganze Situation ist umso bedrohlicher. Häufig wollen tatsächlich Narzissten einen einfach nur einschüchtern und würden nicht zuschlagen. Häufig aber tatsächlich werden sie zuschlagen. Dieses Verhalten führt dazu, dass die Menschen im Umfeld eines Narzissten zu einer Maus werden. Sie ziehen sich immer weiter zurück. Was darf ich sagen? Was darf ich fragen? Ich darf die Realität nicht ansprechen. Ich darf nicht sagen, dass er etwas getan hat gestern, weil dann wird er wütend. Ich darf ihn nicht unterstützen, weil dann hat er das Gefühl, dass ich ihn bevormunde, dass ich sein Vater, seine Mutter spiele. Ich muss ihm aber auch Komplimente geben, weil sonst ignoriere ich ihn. Sonst kommt der Vorwurf, du unterstützt mich nicht gut genug. Also wenn ich ihn unterstütze, dann bevormunde ich ihn. Wenn ich ihn nicht unterstütze, dann unterstütze ich ihn nicht gut genug. Was ist eigentlich richtig? Und die Wahrheit ist, es ist nichts richtig. Du kannst es nicht richtig machen, wenn du mit einem Narzissten zu tun hast. Er hat immer recht, egal was passiert, egal was er sagt, egal was du sagst, er hat immer recht. Sag einfach nichts und glaub ihm. Einfach den Mund halten und glücklich weitermachen. Dann kann man eine Beziehung mit einem Narzissten führen. Er wird dich aber trotzdem immer weiter anschreien, weil Narzissten einen Sündenbock brauchen, um ihre Probleme nach außen hin zu projizieren. Es kommt also die Frage auf, die ich eigentlich schon indirekt beantwortet habe. Was sollte das? Was sollte gerade dieses Verhalten? Und die Antwort, wenn man sie weiß, ist sehr offensichtlich, nämlich ihm hat die Frage einfach nicht gefallen. Er wusste nicht, wie er damit umgehen sollte. Er wusste, dass er in der Ecke war. Das hat er gespürt. Was macht ein Hund, wenn er in der Ecke gefangen ist? Er wird zubeißen und das tun Narzissten auch, wenn sie in der Ecke sind. Wenn man sie mit Logik und Rhetorik einfach nur, ohne dass man es wollte, in die Ecke gedrängt hat. Man will einfach nur Wahrheit haben. Man möchte einfach nur ein ehrliches Gespräch führen. Narzissten fühlen sich bedroht, weil sie lügen. Sie spüren, dass sie ertappt werden gerade. Das können sie nicht zulassen, denn sie sind ja perfekt und dann werden sie aggressiv sein, dann werden sie zubeißen. Erwarte erst gar nicht von einem Narzissten, dass ihr miteinander ein ehrliches Gespräch führen werdet. Das wird nicht passieren. Erwarte gar nicht vom Narzissten, dass er seine Lügen offenbaren wird. Das wird nicht passieren, auch wenn es unglaublich offensichtlich ist. Auch wenn du sein Handy vor ihm liegen hast und sagst, schau mal, hier sind die Nachrichten, du hast mich betrogen. Dann kann es sehr gut sein, dass der Narzisst, die Narzisstin trotzdem sagt, du spinnst, du halluzinierst, du hast Probleme mit deiner Wahrnehmung. Dir wird vorgeworfen, dass du Psychosen schon fast, unter Psychosen leidest, dass du ein Problem hast mit deiner Wahrnehmung. Und das Schlimme ist, du glaubst es dann tatsächlich, wenn du lang genug mit einem Narzissten zu tun hast. Wenn der Narzisst, die Narzisstin dir wichtig ist, wenn dir die Beziehung wichtig ist, wenn du die Worte ernst nimmst, dann wirst du den Bezug zur Realität verlieren. Du wirst denken, dass du verrückt wirst, weil du selbst nicht mehr weißt, was denn wirklich passiert ist und was nicht. Denn Narzissten werden automatisch sofort aus Prinzip sagen, das hast du falsch verstanden, wenn es darum geht,
dass sie dich angelogen haben, wenn sie etwas Falsches getan haben und wenn es darum geht, dass sie nicht perfekt sind. Es gibt natürlich hier unterschiedliche Ausprägungen. Narzissmus existiert auf einer Skala. Manche Narzissten werden durchaus bei bestimmten Punkten das einsehen und darauf eingehen und es wird allgemein nicht so stark ausgeprägt sein im Vergleich zu anderen Individuen, die sehr stark in der narzisstischen Persönlichkeitsstörung schon verloren sind. Da ist es ein hoffnungsloser Fall. Da kann man wirklich und ehrlich die Hoffnung komplett aufgeben, dass sie ihr Verhalten überdenken werden. Es können die Menschen in ihrem Umfeld, ihre eigenen Kinder, können alle von einem Hochhaus springen, einen Abschiedsbrief schreiben und da wird ganz glasklar drinstehen, weshalb sie das getan haben, was passiert ist. Du bist so schrecklich mit mir umgegangen. Du hast meinen freien Willen gebrochen. Narzissten brechen den freien Willen anderer Menschen und pflanzen sich in das Gehirn anderer Menschen. Hört sich seltsam an, aber wenn man mit Betroffenen darüber spricht, es kommt immer weiter auf, dass sie die Stimme nicht loswerden können, dass Entscheidungen, die kleinsten Entscheidungen werden zu einer unglaublich großen, unmöglichen Herausforderung. Was soll ich zum Frühstück essen? Soll ich einen Apfel essen? Soll ich eine Banane essen? Was soll ich anziehen? Ist das blöd? Sieht das nicht schön aus? Sieht das hässlich aus? Man wird diese Stimme einfach nicht mehr los und man ist in diesem Nebel, dann würde man sagen, gefangen. Das Einzige, was hier hilft, und das wiederhole ich in all meinen Vorträgen, ist die Distanzierung bis hin zu dem absoluten Kontaktabbruch. Wenn du es mit schlimmen Narzissten zu tun hast, dann ist das Einzige, was funktioniert, der komplette Kontaktabbruch. Hierzu möchte ich aber sagen, es gehört dazu, bis man da wirklich hinkommt, hingelangt und sagt, ich werde den Kontakt jetzt komplett abbrechen. Da gehören Erfahrungen einfach dazu, die sehr, sehr schmerzvoll sind, in denen man versucht zu helfen, in denen man versucht, dem Narzissten entgegenzukommen, wo man tatsächlich manchmal das Gefühl hat, es funktioniert. Endlich funktioniert es, nur damit dann irgendwann man merkt, es funktioniert überhaupt nicht, es hat sich überhaupt nichts getan und man sehr, sehr verletzt dann wieder geht. Aber das gehört dazu, damit man wirklich für sich emotional verstehen kann, die Person wird sich einfach nicht ändern, egal was passiert. Auch wenn eine Nahtoderfahrung passieren sollte, vielleicht eventuell unter Umständen. Denn kurz vor dem Tod, was da passieren kann, ist, dass Narzissten tatsächlich ins Überlegen kommen. Sie werden das höchstwahrscheinlich trotzdem niemals nach außen hin darlegen. Sie werden sich trotzdem niemals entschuldigen, aber für sich innerlich fängt der Stein an zu rollen. Aber das ist leider einfach zu spät. Kommt dir das bekannt vor? Wenn ja, schreib es gerne in die Kommentare. Lass es mich wissen. Erzähl mir deine Geschichte. Kommen wir zurück zu Herrn Kenneth Copeland. Am Ende seines Anfalls verhält er sich so und stellt die Situation dar, dass sein Gegenüber wie folgt reagiert. Ah, interessant. Das machen Narzissten sehr gekonnt und sehr gerne, dass die einzigen zwei Möglichkeiten sind, ihn zu ignorieren und ihm zu zeigen, was soll das? Dass man dann aber gleichzeitig auch weiß, er wird sich blöd fühlen. Er stellt sich in eine Situation, wo das Gegenüber die Wahl hat, ihn einfach hängen zu lassen, er wird sich blöd fühlen, oder mitzumachen. Das Interview finde ich aus dem folgenden Grund unglaublich interessant, denn das zeigt auch, wie man am besten mit Narzissten umgeht. Die Frau, sie lässt sich nicht einschüchtern, sie lässt sich nicht auf das Spiel ein. Sie sagt nicht, ah, interessant, verstehe, das ist wirklich beeindruckend. Sie macht einfach weiter, sie hört nicht auf, sie stellt die Fragen immer weiter. Das ist zwar das richtige Vorgehen, aber wenn man in einer Beziehung ist mit einem Narzissten, unmöglich. Denn wie gesagt, hier ist eine Kamera dabei. Kenneth Copeland weiß, dass die Öffentlichkeit das sehen wird. Jetzt können wir uns nur vorstellen, wie dieser Mann sich hinter verschlossenen Türen verhält, wenn Menschen etwas sagen, was ihm einfach nicht passt. Das ist ein unglaublich schönes Beispiel, wie schnell Narzissten die Emotionen ändern können, die sie nach außen hin darstellen. Muss nicht heißen, dass sie diese unbedingt spüren, aber wie sie diese nach außen hin darstellen. Wie es von freundlich, harmlos hinübergeht zu wütend und unglaublich bedrohlich. Wenn du Gespräche führen möchtest mit mir persönlich oder einem unserer Psychologen oder Psychologiestudenten, kannst du das sehr gerne machen. Die Honorarkosten sind zwischen 40 und 70 Euro und dir steht ein kostenloses 20-minütiges Erstgespräch zu. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bleib stark und bis zum nächsten Mal.